damit wir... Ich komme von der Schause. Der Sovi-Stammtisch. Dieses Mal, wer sind wir? Was tun wir? Wozu das eigentlich? Wir müssen mal hingehen und sagen, hier, wir wollen das Rauschen aufnehmen. Können Sie bitte Ihr Gespräch unterbrechen? Ja, ansonsten, das ist ja etwas, was sowieso an auditiv viele Hürden zu überwinden hat bei den Zuhörerinnen und Zuhörern. Und da bleiben nur die absolute Fans. Ja. Oh, jetzt können wir. Nee, können wir nicht. Ist egal, ich fange an. Hallo zusammen. Wir haben uns hier in einer Arbeitspause zusammengesetzt, 20 Minuten, um uns über Dinge zu unterhalten, die uns den Tag über oder die Woche über bewegt haben. Darf ich das schon mal einhaken, Thomas? Ungern, aber ja. Arbeitspause würde ich jetzt sagen, bei 3 von uns, ja. Ich sag nicht, wer nicht. Okay, 3 haben Arbeitspause, einer hatte Zeit zu dieser Arbeitspause, ist denn dazugekommen, wer auch immer das sein mag. Wir haben hier ein neues Format, 20 Minuten Gespräch, die auch radikal durchgezogen werden. Und deswegen werden wir wahrscheinlich auch mit dem Format noch einige Experimente durchführen in Zukunft. Knapp am Scheitern. Aber die Idee ist, 20-minütige Gespräche, die wir dann zu einer 60-minütigen Folge zusammenschneiden. Und das Besondere ist, diese Gespräche haben thematisch nichts miteinander zu tun. Ja, wir nennen das Bürogespräche. Und ich würde sagen, wir gehen mal der Runde. Also ich weiß gar nicht, ob die uns noch kennen. Wir haben jetzt lange nicht mehr gesendet. Ja. Du bist Thomas. Ich bin Thomas. Du bist ein Soziologe. Das ist richtig. Ich bin René. Ich bin ein Sozialwissenschaftler mit Schwerpunkt Soziologie. Mir wird das ja immer vorgeworfen, dass ich Dippelsotzwiss bin und hier eigentlich nicht dazu gehöre. Dann haben wir da Dominik. Dominik, ich habe Public Health studiert und bin gerade Promotionsstudent in der Soziologie. Und warst auch schon mal zu Gast hier. Und war hier. Wir haben, ich glaube, über mehrere Folgen versucht, über Simmel zu reden, sind irgendwie nie zum Punkt gekommen. Stimmt. Okay. Was wiederum thematisch passend ist. Genau, der Letzte in der Runde, Nils. Genau, ich bin Nils, ich habe das mit dem Promotionsstudium hinter mir, bin aber genauso Soziologe, auch wenn ich mich jetzt von BWLern bezahlen lasse. Also Dr. Nils. Und vielleicht ganz wichtig, also das ist deprimierend, der ist bald Doktor, der ist schon Doktor. Wir sind hier in Bielefeld. Ja. Inwiefern ist das wichtig? Für die Soziologie. Also in einem anderen Podcast hier hat jemand gesagt, die wussten nicht, woher ich jetzt komme, als Sonntagssoziologe. Und dann sagte einer, naja, im Zweifel kommt ein Soziologe immer aus Bielefeld. Das ist mittlerweile aber auch eher Klischee und du machst so wenig Luhmann dafür. Ja gut, aber wir sind einer der wenigen soziologischen, rein soziologischen Podcasts und sind aus Bielefeld. Man hätte außerdem mal sagen können, welcher Schule man sich vielleicht angehörig fühlt. Gut, das können wir nochmal durch, weil wir machen jetzt in der ersten Folge ein bisschen Meta, oder? Okay, machen wir Meta. Weil wir sind ja hier alle vor Ort an der Hochschule und ich habe mit der Rechenabteilung mich in Verbindung gesetzt und die haben mir ausgerechnet, wenn 4 Leute von uns in 20 Minuten zu Wort kommen wollen, dann hat jeder nur so an die 5 Minuten Zeit. Wow. Was eine Erkenntnis. Ja. Das reicht doch nicht mal zum einen Satz zu sagen. Ich muss dazu sagen, nicht für Soziologen. Das müsst ihr mal euch auf der Zunge zergehen lassen. Wir haben mal bei Thomas was rausgeschnitten in einem Gespräch mit Patrick Breitenbach vom Soziopod da war. Da hat Thomas sage und schreibe 20 Minuten am Stück monologisiert. Dazu muss ich aber richtig stellen. Was haben wir dann rausgeschnitten? Ich habe gewarnt. Soll ich das jetzt erzählen? Das wird länger dauern. Das war ein Fall, den ich vorgestellt habe. Und ich habe gesagt, das wird länger dauern. Und dann, nee, erzähl. Die Zeit nehmen wir uns. Ich habe gesagt, wirklich? Ja. Wir hatten einen Grimme-Preisträger zu Gast. Und der kommt nicht zu Wort, weil Thomas 20 Minuten
etwas erzählt, was wir da rausgeschnitten haben. Man muss okay. Prioritäten setzen. Aber mach mal, ich finde das gut, eine Rundumschulung. Schuldings, ne? Ja, dann würde ich so sagen, der Redner fängt mal jetzt an, der sowieso das vorgeschlagen hat. Ich bin ja noch. Okay, also gebürtig bin ich Simmelianer. Damit bin ich auf die Welt gekommen. Georg Simmel. Da springe ich auf, wenn der erwähnt wird. Georg Simmel, die Perle unter den Soziologen. Und ich kann immer nur empfehlen, wenn man sich mit irgendeiner Hausarbeit oder mit irgendeinem Thema beschäftigt, einfach mal in Simmels Essays reingucken. Der ist sehr inspirierend, hat allerdings ein paar Nachteile. Man wird ihn nicht verstehen. Aber das ist ein Nachteil, den haben wahrscheinlich viele Soziologen. Ich bin aber, muss ich sagen, jetzt durch Dominik ganz stark auf die Bourdieu-Schiene gekommen. Und immer wenn ich über Soziologie nachdenke oder damit arbeite, lande ich am Ende bei Bourdieu. Zwischendurch hatte ich es ja mal mit Luhmann versucht, als Bielefelder. Und also als wir hier angefangen haben mit dem Podcast, hatte ich gedacht, naja, Luhmann, weil wir haben ja einen Luhmannianer hier, dann ist das vielleicht was. Und ich habe mich so kaputt gekämpft. Dann kam ja Luhmannianer als Gäste hier, die haben mich auch kaputt gemacht und ich bin da jetzt habe eine ganz feindliche Position. Also Georg Simmel und Bourdieu und ein bisschen Norbert Elias. Aber halt, wenn es ums Geburtrecht geht, das hat Georg Simmel. Also René hat es ja schon angedeutet, ich habe meinen Schwerpunkt bei Bourdieu und überhaupt in der Klassenmilieuforschung, Lebensstilforschung und damit zwangsläufig auch. Ich finde, das ist sehr miteinander gekoppelt. Man kann nicht Bourdieu-Mensch sein, Bourdieu-Soziologie betreiben und nicht Weberianer ein Stück weit sein. So, das genau. Geht nicht. Und genau, ich bin vielleicht sowas wie Klassentheoretiker. Zumindest bin ich ein praktizierender Klassenkämpfer. Okay. Und ich gebe das Zepter weiter. Nee, warte, Moment, ich habe noch eine Nachfrage, wenn ich darf. Ja, ich möchte zuerst stellen. Okay, ja. Bourdieu, das ist doch, ist das nicht auch in marxistischer Tradition? Ja. So. Ah, okay, du meinst jetzt sozusagen, weil du das so etwas als Gegensatz siehst, Weber und Marx, ne? Ich glaube, also als Gegensatz ist so ein großes Wort, aber so viel, ich kann mich noch erinnern, Marx war ja, ne, der berühmte halt Hegel vom Kopf auf die Füße und Weber hat es ja gerne andersrum mal ein bisschen gedacht, wenn ich mich richtig an meine Texte, ich meine so... Vom Kopf auf die Füße, andersrum ist normal. Das ist wieder normal. Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus so rum, was ja auch dann zum Teil immer als uns noch als Gegenentwurf zu so dieser Marxischen Erklärung vermittelt wurde, so die ökonomische Basis bestimmt den Überbau und Weber dann nein, der Überbau bestimmt die Basis. Also woran ich das festmache, was ich jetzt gesagt habe, ist das, ich glaube ab der 11. Ausgabe oder sowas, das von die feinen Unterschiede, gibt es so eine Weiterführung des Vorworts. Also da schreibt Bourdieu irgendwann, also da schreibt er dann halt eben, dass das eigentlich nur eine Weiterführung der bourdieuischen Theorie oder eine Fortschreibung auf die jetzige Gesellschaft ist, auf diese Entwicklung, und erklärt es so ein bisschen. Mhm. Und da wird das eben recht schnell deutlich nochmal, also vor allen Dingen, wie er sich selbst sieht, so, das ist ja immer eine Frage, was er von außen zugeschrieben bekommt. Genau, und ich finde eigentlich, ja, ich finde es auch sehr verständlich. Genau. Die Zeitpolizei. Ich muss aber trotzdem nochmal was ergänzen. Ich habe was vergessen, nämlich das, womit ich eigentlich mein Geld verdiene, nämlich empirische Sozialforschung. Also eigentlich ist das ja mein Brotverdienst. Und falls ein Arbeitgeber gehört, das ist natürlich deine Lieblingsbeschäftigung. Das ist meine Lieblingsbeschäftigung, weil wir ja gerade hier am Büro, vom Büro sitzen. Das wollte ich nur noch erwähnen. Und das liebe ich sehr. Okay. Ja, jetzt ist die Frage nach den Schulen. Ich bin irgendwie so zwischen allen Stuhlen und zwischen allen Stühlen, weil ich mich irgendwas ein bisschen verschrieben habe, was
eine spezielle Form von erklärender Soziologie im Grunde ist, was ja doch so ein bisschen untergegangen ist in der letzten Zeit. Was halt viel damit zu tun hat, Verknüpfung von Mikro- und Makroebene, soziale Mechanismen ist da auch noch so ein Schlagwort. Und da kann man dann eigentlich jeden Theoretiker immer mal wieder nutzen, wenn man ihn denn gerade braucht. Ich habe es mit Bourdieu versucht, ich habe es mit Rational Choice versucht, ich habe relativ viel mit Giddens und mit Dewey gemacht. Also ich bin irgendwie so ein schulischer Tausendsasser. Ich versuche halt immer meine Phänomene zu erklären und nicht eine Theorie anzuwenden. Das ist denn eher so die angelsächsische Tradition der Soziologie? Auch da ist die ein bisschen stärker, aber nicht so empirisch. Hm? Also nicht so, ich habe jetzt hier meine statistischen Analysen oder so, sondern tatsächlich auf einer qualitativen Grundlage, auch mit starkem Theoriebezug. Weniger mit, ich versuche jetzt meine Daten nur auszuwerten und dann die Korrelationen rauszufinden. Das ist ja auch immer so der Gegensatz, der immer so, ich sag mal, inszeniert wird, ne? Die angelsächsische Soziologie, die hemdsärmeligen Feldforscher, die gehen und gucken und die berühmte kontinentaleuropäische Schaukelstuhlsoziologie, ja, die vom gemütlichen Sessel aus die Welt erklärt. Die eine kommt aus der Philosophie, die anderen eher aus naturwissenschaftlich geprägten Traditionen, ja. Und ich bin da irgendwie so dazwischen. Mal kurze Frage, also als Quereinsteiger in die Soziologie. Ist es denn dann heute tatsächlich noch praktisch auch so, dass man es beobachten kann in der Praxis der Soziologie zwischen dem angelsächsischen und dem europäischen oder kontinentaleuropäischen diesen Unterschied? Den kann man durchaus, man merkt es in Deutschland, dass gerade jetzt in den letzten 10, 15, 20 Jahren, wo halt eine gewisse Generation von Professoren und Hochschullehrer in Rente gegangen ist und eine neue nachgekommen ist, dass da dann die Konflikte aufgebrochen sind zwischen der eher philosophisch-theoretisch geprägten deutschen oder kontinentaleuropäischen Geschichte in der Soziologie und halt der sehr empirisch fokussierten, sehr hemdsärmeligen, praktischen Phänomenuntersuchung sozusagen. Ja, dann bleibe nur noch ich übrig, denn praktisch als Gegenpol. auf jeden Fall, René hat immer gesagt, ich wäre Luhmannianer, aber das bestreite ich ganz heftig, weil ich bin nicht nur Luhmannianer, ich bin, wenn dann, Systemtheoretiker, denn Luhmann kann sich auch in der Systemtheorie irren. Und wohl wahr. Aber dass du das als Hypothese aufstellst und nicht als Fakt, zeigt schon deine Prägung. Er hat sich geirrt. Und zwar massiv. Das ist die Frage, ob man sich in theoretischen Modellen überhaupt irren kann. Das kommt ja darauf an, welche Basis das theoretische Modell wird, ob das an seinen eigenen Maßstäben dann scheitert, ob die Konsistenz nicht aufrechterhalten werden kann. Ist nicht im Endeffekt jedes Modell, das an seinen eigenen theoretischen Maßstäben scheitert? Das müsste doch eine der zentralen Aussagen von Luhmann sein. Ah, ich weiß nicht. Also ich würde jetzt dann einen scharfen Schuss gegen die Empirie schießen. Da ist es das ist okay. So. Ich weiß gar nicht, jetzt man nagelt mich bitte nicht auf den Namen fest, da habe ich kein gutes Gedächtnis für. Aber wie hieß denn der Knilch? Nicht Paul Feierabend, sondern der andere mit dem Kuhn. Wenn man sagt, nicht Paul Feierabend, dann weiß man, wer gemeint ist. Der ja auch bei seinem Paradigmenwechsel gerade in der Empirie, in den Naturwissenschaften immer halt darauf hingewiesen hat, ja, der widerlegt, das wird immer so, aber der irgendwie, wenn es gibt eine Theorie und die wird widerlegt und dann wird der Widerleg ignoriert und weitergemacht, bis die Widerlege sich irgendwann so anhäufen, dass sie nicht mehr ignoriert werden können. Und da würde man sagen, ja, da ist denn die, da steht dann die Aufrechterhaltung des Paradigmas vor der inneren Konsistenz. Ja, das ist aber doch in den soziologischen Schulen nicht anders. Ich würde in der Soziologie nie sagen, dass es ein Paradigma gibt. Es gibt eben genau das, worüber wir gesprochen haben, um die Schulen. Und da es so viele Paradigmen gibt, können die Schulen sehr leicht sagen, ach, wir lassen uns jetzt davon nicht stören. Das ist halt nicht unser Thema. Das Problem hat die Theorie ja insofern nicht, indem sie sich, als dass sie sich nicht unbedingt so stark von außen irritieren lassen muss, weil sie ja einfach die Empirie ausklammern kann. Mhm. Und wir machen es hermetisch, ist natürlich. Man muss aber trotzdem als Vorteil bezeichnen, also, wenn man es denn unbedingt will. Kuhn kannst du nicht gegen die Empirie anführen.
indem du sagst, er hat empirisch festgestellt, dass die Empirie so und so arbeitet. Einen Moment mal, dass ich das gegen die Empirie angeführt habe, so. Das ist jetzt ein Werturteil. Ich habe es jetzt erstmal nur gesagt, das kann man jetzt gut oder schlecht finden. Naja, gut, ich höre mir das dann in Zeitlupe nochmal an und dann nagle ich dich drauf fest. Ich wollte aber nochmal... Der Schuss gegen die Empirie hatte schon so ein bisschen die Konnotation, es ginge gegen die Empirie. Ja, das war das... Ich möchte mich retten und sagen, das war eine Prognose, wie das aufgefasst werden könnte, dass das ein Schuss gegen die Empirie wäre, wenn man das jetzt in dieser Art und Weise schreibt. Okay, wenn du das so... Ja, dann wird sich erweisen, ob das richtige Zeitformat ist für Konjunktive. Ja, ich möchte zwei Sachen noch einmal zu Dominik, unseren Hörerinnen und Hörern noch sagen, dass er auch ganz, auch wenn er es jetzt nicht erwähnt hat, ganz stark in der empirischen Forschung drin ist. Mein statistisches Lexikon immer, wenn ich Fragen habe. Du meinst in der quantitativen Forschung. In der quantitativen. Und als qualitativ ausgebildeter. Und bitte die nächste Konfliktlinie aufmachen. Muss ich das Spektrum etwas breiter spannen. Okay, ja. Und du, da haben wir, da haben wir qualitative hier, quantitative und, sagen wir rein, Theoretiker. Haben wir ja auch noch. Ja, aber ich möchte da vielleicht, da gibt es ja auch noch. Das Kleeblatt schlechthin. Ich weiß nicht, ob wir auch diese Konfliktlinie vertreten haben, die sich vielleicht auch in der Theorie durch diesen großen Habermas-Luhmann-Streit, ist einmal die, sag ich mal, auch, wo man, glaube ich, auch Bourdieu hinzuziehen kann, so in eher in so dieses Habermas-symbolisierte Lager der politischen Theoretiker, die ihre Position politisch halt stärker reflektieren. Und Luhmann, dem halt vorgeworfen wird, er wäre Technokrat und er auch jedenfalls so früher immer gesagt hat, nein, ja, das ist ja alles getrennt und so. Ich weiß nicht, ob wir diese Lage dann auch repräsentiert haben. Ich vermute es fast, wenn welche zwei Bourdieusier sitzen haben. Ja, ich muss dazu sagen, ich komme eigentlich ursprünglich aus der kritischen Theorie und habe dann so ein Systemtheorie-Synkretismus mir dann halt drauf geschafft. Also habe ich die richtig verstanden, die Konfliktlinie. Wir wollen was verändern gegen. Wir beschreiben. Lass mich in Ruhe. Ja. Also Wissenschaft ist im Prinzip abgetrennt. Das sind einfach. Also vielleicht bin ich da der Gegenpol zu der kritischeren politischeren Perspektive. Schön. Wobei ich nie sagen würde, dass das nicht geht oder dass das nicht passieren sollte, sondern dass es zwei getrennte Dinge sein sollten. Und dass natürlich auch dieselbe Person beide Dinge tun kann, aber eben immer im Verstehen, mache ich gerade etwas analytisch wissenschaftlich oder mache ich gerade etwas als politischer Aktivist oder als Intellektueller, der sich irgendwie mit einer bestimmten Position in eine öffentliche Debatte einbringt. Da habe ich die kritische Theorie nie so ganz verstanden, wie sie denn, also die haben Position gehabt, gut, aber das ist nett, dass du denen das zubilligst. Ja, nur ob diese, also wie man diese Position, ob die das getrennt haben in ihrer Analyse, also das, wie man das nicht trennen kann, ist mir als Beispiel jetzt auch nicht gerade parat. Ja, wahrscheinlich, also eines der Grundargumente ist ja zu sagen, immer wenn ich eine Aussage über das Soziale treffe, auch wenn sie in ihrer Intention erstmal analytisch ist, verändere ich das Soziale zugleich. Das heißt, es ist quasi gar nicht möglich, beides zu trennen. Ich bin jetzt nicht so tief drin, sagen zu können, dass das auch die Argumentation der kritischen Theorie war. Aber das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es einfach inhärent nicht möglich ist, beides zu trennen. Das Schlagwort, ohne das jetzt weiter zu erläutern, ist dann wahrscheinlich auch gerade bei in der kritischen Theorie die Totalität der Gesellschaft einfach, die sich. Ich kann jetzt mal nachschlagen, wer möchte. Nee, du hast noch anderthalb Minuten, um die Totalität der Gesellschaft in die Totalität der Zeitbegrenzung hier reinzutreten. Um vielleicht nochmal die Konfliktlinie dann aber halt denn mit Luhmann zu synchronisieren, Empirie-Theorie, auch die kritische Theorie, Adorno, hat ja gesagt, jede Empirie wiederholt einfach nur die Tatsachen. Also beziehungsweise jede Statistik ist nur eine Verdopplung der Tatsachen und das nützt niemandem. Wer genau hat das gesagt? Adorno. Es ist eine Reduktion. Ist eine Karte, eine Verdopplung des Geländes und deswegen überflüssig? Ich weiß nicht, ob wir darüber noch reflektieren können, aber es ist eine interessante Frage. Naja, zumindest. Im Maßstab 1:1, aber. Nee, ich weiß nicht. Das ist gar nicht diskussionswürdig. Das ist Quatsch. Was? Das ist. Adorno. Ja, in dem Fall. Das ist eine Aussage, ja, das ist etwas. Also, ich wüsste gar nicht, wo man da anfangen soll.
Wir haben noch 30 Sekunden. Ich bin ja hier der Zeitpolizist. Und ich muss feststellen, dass das wahrscheinlich nicht ein Format für jedermann ist. Ja. Weil wir haben ja Hörer, die wollen durchaus tief in eine Materie eindringen. Das wird wohl hier nicht gelingen. Ne? Zumindest nicht in einer Folge. Naja, da sich die Folgen immer thematisch... Aber wer mehrere Folgen hört, wird wahrscheinlich irgendwann ein Puzzle sich zusammensetzen können. Ja. Aber naja, okay. Das Thomas, ist der Anspruch. Du hast 10 Sekunden zum Verabschieden. Tschüss. Auf Wiedersehen. Ich hoffe, ihr habt da draußen viel gelernt heute. Und ja, so ist das. 2-1-0. Na, mal sehen, ob die uns... Ach, das Rauschen. Also ab jetzt. Gut. Ja. Und jetzt sind wir eine Woche vergangen. Mhm. Eine Woche vergangen. Und sind schon wieder da. Und ich glaube, auf dem Plan stand jetzt als in guter Tradition mit diesem neuen Format erstmal auch wieder die Frage zu behandeln, was ist Soziologie? Ja, mit zwei neuen Soziologen. Was wir in 2 Stunden irgendwie nicht beantworten können, das werden wir jetzt in 20 Minuten ohne weiteres schaffen. Das war die allererste Folge vom Sovi-Stammtisch. Was ist Soziologie? Hatten wir schon geklärt, aber ist jetzt so lange her. Das ist selber wieder vergessen. Dass man es nochmal so jetzt mit zwei neuen Perspektiven. Vielleicht hat sich die Antwort mittlerweile auch geändert auf die Frage. Ja. Ist ja dann bei dir gleich geblieben, René? Sag mal. Was habe ich denn damals gesagt? Was war denn das? Für mich war ja Soziologie das Dazwischen. Das, was zwischen den Individuen läuft. Mhm. So weit erinnere ich mich. Und ich weiß auch, dass einer der Hörerinnen und Hörer, das ist aber jetzt doof formuliert, ein Hörer, es ist tatsächlich ein Hörer, das gut fand. Also es hat ihm den Zugang zur Soziologie erleichtert, als er gehört hat, das ist dazwischen. Das ist natürlich, wie du gerade sagtest, eine sehr simmelsche Antwort auf das die Frage. Das ist absolut, ne? Simmelig. Das ist pure Simmel, weil eigentlich fast jeder andere Soziologe würde nicht sagen, dass es das zwischen den Personen ist, weil ja diese kleinen Gruppen, Zweierinteraktion, Dreierinteraktion, eher die Ausnahme sind. Das gibt es sporadisch mal, dass das irgendwie behandelt wird. Aber bei Simmel spielt das natürlich eine viel, viel zentralere Rolle als im Rest der Soziologie. Zumal man muss ja auch bedenken, oft spielen ja Beziehungen zu Leuten, die gar nicht da sind und die man auch nicht kennt, eine Rolle in ganz konkreten Interaktionen. Also eine Referenz sind ja immer sowas wie gesellschaftliche Normen und sowas, zum Beispiel, die klar sind, die nicht ausgehandelt werden. Also das Problem ist, weil du sagst, zwischen zwei Individuen. Ah, nee, das habe ich nicht. Habe ich das gesagt? Ja, gerade eben hast du es. Nein, Simmel hat ja auch über die quantitative Bestimmtheit der Gruppe geredet und da geht's ab 3 aufwärts. Ja. Aber selbst Dreiergruppen ist. Soziologie ist jetzt überraschenderweise, was mich auch am Anfang irritiert hat, nicht die Wissenschaft, die sich beschäftigt mit Gruppendynamiken in kleinen Gruppen. Ja. Also zum Beispiel irgendwie, wenn ich mir jetzt als Lehrer die Gruppendynamik in der Klasse angucken will, gucke ich nicht in die Soziologie. Weil das da tatsächlich, was du gerade sagtest, eher die Ebene ist, dass das auf größere Einheiten irgendeiner Art abzielt, die eben auch nicht nur in der Situation bestehen, dass die Leute sich miteinander austauschen, sondern auch irgendwie so eine gewisse zeitliche Persistenz oder Existenz haben. Ich muss sagen, ich beschäftige mich gerade so ein bisschen mit Soziopsychologie. Mhm. Und was mir dabei in psychologischen Texten aufgefallen ist, dass, also klar, man beschäftigt sich in der Soziologie nicht mit diesen kleinen Gruppendynamiken in der Regel, aber man kann diese kleinen Gruppendynamiken nicht ohne Soziologie verstehen. Mhm. Außer man nimmt irgendwelche gewohnheitsmäßigen Dinge, die in der Gesellschaft gelten, und setzt die als naturgegeben voraus, was in psychologischen Texten ganz oft der Fall ist, dass diese das, was als uns als soziale Realität entgegensteht, einfach vorausgesetzt wird und nicht mehr hinterfragt wird. Und erst auf der Grundlage werden dann halt diese Kleingruppenprozesse verstehbar. Genau, das ist... Ich würde aber ein bisschen doch nochmal widersprechen wollen, dass Soziologie nicht auf der kleinsten Mikroebene agiert. Es gibt ja Mikrosoziologie, Makrosoziologie. Es gibt die Soziologie der Partnerschaft,
die ja bei uns zwei sind, vielleicht ist, orientiert sich die mehr an anderen Kulturen. Aber auch da geht es wahrscheinlich weniger darum, wie tatsächlich einzelne individuelle Partnerschaften gelebt werden, sondern welche Normen dafür existieren. Welche gesellschaftlichen Strukturen, welche Partnerschaftsstrukturen zum Beispiel bevorzugen und so weiter und so fort. Ja, es geht ja um das Dazwischen. Also es ging jetzt nicht um die Anzahl der Leute, sondern um das Dazwischen. Und deshalb, glaube ich, bleibe ich bei meinem Statement, weil nämlich das Dazwischen unabhängig ist von der Anzahl. Ja, aber also du kannst es beschreiben mit zwei Leuten, du kannst es mit 10, mit 100. Das Dazwischen bei Partnerschaften, ich meine, und das ist jetzt, glaube ich, so für jeder, der sich in einer Partnerschaft befindet, vielleicht es kommt jetzt eine große Beleidigung, weil als Soziologe beschäftigt man sich nicht mit einer Partnerschaft, sondern man beschäftigt sich mit Partnerschaften im Allgemeinen und nach welchen Regeln sie funktionieren und sie eigentlich immer funktionieren. Also eine Partnerschaft ist in dem Sinne nichts Besonderes, dass sie nur, aber dieser Einzelfall eine besondere Blume ist, eine besondere Schneeflocke unter all den Schneeflocken. Ja, aber das macht ja Wissenschaft. Die meisten Wissenschaften machen das im Allgemeinen so, dass sie größere Prinzipien probieren rauszufinden, die unabhängig sind. Macht ja die Psychologie, macht sie ja so auch. Ja. So, in der Therapie, in der Psychotherapie ist natürlich dann immer Einzelperson. Also ich finde es aber sehr wichtig, tatsächlich zu sagen, Soziales ist, was zwischen uns ist. Das würde ich schon, also gerade für absolute Außenstehende, wäre in Abgrenzung gerade von Psychologie, das ist das, was in uns ist eher. Und es war eine sehr grobe analytische Trennung, aber für Einsteiger ist das, glaube ich, was Interessantes. Es ist aber genuin Simlisch erstmal, glaube ich, schon, aber er ist ja nicht irgendwer. Also das ist richtig. Nein, was ich vielleicht noch ergänzen würde, also ich teile das mit dem Dazwischen jetzt gerade in Abgrenzung zur Psychologie. Da würde ich das genau auch so erklären. Aber was du gerade sagtest, fand ich sehr, sehr spannend. Das ist auch immer ein bisschen, das dahinter ist der Hintergrund, den wir sonst so, wenn wir uns beispielsweise Partnerschaften angucken, wenn wir jetzt sagen, Partnerschaften funktionieren so, amerikanisches System, erstes Date, zweites Date, drittes Date. Ja, das ist eine Art von soziologischer Analyse, aber die würde da niemals aufhören. Die würde immer fragen, okay, woher kommt das denn? Welche allgemeinen Gedanken, Narrationen, Werte, was auch immer, stecken denn dahinter, dass sich dieser Prozess so ergeben hat? Also es geht immer nicht nur um das Dazwischen, das, was jetzt konkret zwischen Akteuren, Personen, Organisationen, wem auch immer, sich abspielt, sondern immer auch den Hintergrund. Das Eingebettetsein. Ne? Den Hintergrund, vor dem das stattfindet. Deutungsmuster, wenn man jetzt von einer Akteurssoziologie ausgehen würde, vielleicht von Deutungsmustern, die sich in den Akteuren wiederfinden. Aber da wird gleich der Thomas als Systemiker gleich ins Mikro springen. Mich würde konkret wirklich jetzt mal interessieren, was ihr beide für euch, wir hatten ja damals für uns das geklärt, also mehr oder weniger. Ja, oder vielleicht die Frage, was bringt dir Soziologie in deinen privaten Alltag? Ach, privat, wendest du Soziologie an? Thomas kann gar um nicht. Um dein Leben zu verbessern, um es lebenswerter zu machen? Reine Soziologie pur. Das finde ich ist eine unsoziologische Frage. Ja, stimmt. Ja, das ist der erweiterte, das ist jetzt die erweiterte Perspektive durch mich als Quereinsteiger. So, du musst die jetzt deine soziologische Kokon aufbrechen. Ich will ja vielleicht mal, also, auch wenn man zum Beispiel auf wenn man auch bei diesem Beispiel bleibt, Partnerschaft und so weiter, Partnerschaft, was ja entweder zwischen zwei oder einer Anzahl von Menschen halt passiert, passiert ja immer im Rahmen einer Realität so und auf Grundlage dieser Realität und da im Speziellen im Rahmen einer sozialen Realität. Und ich glaube jetzt, was es mir persönlich bringt, halt Soziologie zu betreiben, ist auch, dass man, wenn man sie, also Realität ist ja nicht hinterfragbar, ist ja nicht veränderbar, das macht ja die Realität aus. Wenn sie veränderbar wird, hinterfragbar wird, dann ist sie ja in dem Sinne keine Realität mehr. Also das ist wieder ein rein epistemologischer Realitätsbegriff. Aber dass natürlich die Beschäftigung mit Soziologie Sachen, die Realität sind, zeigt, wie sie auch so, also nach welchen Mustern sie gebaut werden, sozial konstruiert werden. Und insofern kann man vielleicht auch sich persönlich von sozialen Zwängen emanzipieren,
Und die Grundlage dafür muss natürlich sein, dass man sich mit dem beschäftigt. Also ich habe immer als gutes Beispiel, finde ich immer, Atheismus, der ja sehr en vogue ist, gerade im universitären Bereich, aber die Leute gehen hin und sagen, ich bin jetzt Atheist, weil irgendwie das ist cool. Aber und was denn passiert ist, dass denn halt diese Atheisten in der Regel sehr fundamentalistische Christen sind, die nur den Gottesbezug entfernen. Ach so. Um Atheist zu sein, müsste man sich ja gerade genau mit der Bibel, mit dem Christentum beschäftigen, um zu erkennen, welche Teile unserer Realität aus dieser christlichen Kulturlinie entstanden sind, um sie dann als konstruiert zu markieren und dann überwinden zu können, beziehungsweise sich davon befreien zu können. Und das wäre die Grundlage des Atheismus und nicht einfach nur zu sagen, ich glaube an Gott, weil ich glaube, um in einem Sinne in einer christlichen Einstellung zu leben, ist der Gottesbezug nicht notwendigerweise nötig, was ja auch Hegel ja. So sagte, die Säkularisierung als höchste Form des Religiösen. Ja, wobei jetzt du, genau das, wo ich gerade mich hier meldete, was ihr alle nicht hören konntet natürlich, ja. Weil ich da jetzt einhaken, aber nicht unterbrechen wollte, weil ich genau erstmal, ich bin überrascht, Soziologen zu hören, die sagen, es existiert eine soziale Realität und die ist nicht hinterfragbar, weil um auf die Frage von Dominik zurückzukommen und was bringt das im Alltag, was mir Soziologie gebracht hat, ist gerade die Relativität von sozialer Realität zu erkennen. Ja, genau, also das meinte ich auch. Sie ist also zu sagen, dass ich etwas für eine soziale Realität halte, weil ich darin aufgewachsen bin, das mag jetzt sowas christlich-abendländisches sein. Genau. Wobei da ich da auch wieder einige sehr spannende Informationen in den letzten Wochen bekommen habe, was da so alles eigentlich drinstecken müsste. Auf jeden Fall, das ist das eine. Aber mich hat Soziologie in die Lage versetzt, auch zu verstehen, dass es eben andere soziale Realitäten gibt, die für mich erstmal völlig unverständliches Handeln verbringen. Die mich erstmal total entgeistert hat, wie kommen die denn da drauf? Und dann eben nicht zu sagen, das ist Unsinn, das ist Blödsinn, das ist irrational. Oder die gesellschaftliche Wandel, es ist eine Pathologie, die sind geisteskrank. Ja, was auch immer. Sondern sagen, okay, das ist eine andere soziale Realität, die sich anders entwickelt hat. Und dann entsprechend das damit auch so umgehen zu können und zu versuchen, mich auch in diese Realität, soweit es irgendwie geht und nötig ist, reinzuversetzen, um dann auch vernünftig kommunizieren zu können. Ja. Ich würde sagen, bei mir ist es so, dass es mir persönlich mehr geschadet hat, also wenn ich es jetzt direkt als Kommunikation zwischen mir und der Soziologie nehme, weil man halt seine Stabilität und seine Ordnung, die man so hat, gut, böse, gesund, krank und so weiter, das wird alles in Frage gestellt. Aber es hat einen Nutzen insofern, dass, also nicht mir persönlich gegenüber, zieht es mir den Boden unter den Füßen weg oder hat es mir unter den Füßen weggezogen, aber gesamtgesellschaftlich, glaube ich schon, profitiert man dann auch davon, nicht in die Klapsmühle gesteckt zu werden. Könnte man Soziologie vielleicht ein bisschen auch als Anti-Ignoranz-Wissenschaft bezeichnen? Anti-Ignoranz-Wissenschaft, ja. Das ist gut, ja. Also sozusagen über den Umweg, dass die Gesellschaft jetzt mit Leuten, zu denen ich auch gehöre, als Mensch irgendwie anders umgeht, als vielleicht noch vor vielen, vielen Jahren, wo sie sagten, alles muss so laufen und dann so laufen, dann sehe ich einen Vorteil. Aber jetzt wirklich, dass ich in die Soziologie gegangen bin und sagte, juhu, das ist es. Es hat mir Spaß gemacht, aber auch viel Ärger gebracht. Du bist der Gast. Mit super interessant fand ich an der Soziologie oder was sie halt erklärt, was andere nicht erklären, ist die große Frage, die sich jeder im Leben stellt. Dass, wie viel ist so Sachen individuell, kommt so von innen, von der Person und wie viel ist Prägung? Man kann das unterschiedlich ausdrücken. Jeder Mensch beschäftigt sich immer wieder mal damit und darauf kann die, also das ist halt ein Spezialgebiet, eine Spezialfrage der Soziologie, wenn nicht vielleicht die Frage schlechthin, und da findet man eben Antworten drauf. Wobei also man du auch jede Antwort darauf findest. Ja, genau. Also, aber sozusagen, du findest empirische Evidenz dazu, wie du es beantworten kannst. Du findest Theorie und Forschung dazu. Und man merkt dann nur, man kann es nicht so beantworten, wie man es sich mal gewünscht hat, als man sich als Kind das erste Mal die Frage gestellt hat. Aber man versteht sich irgendwann selber besser und man versteht auch andere irgendwann besser, beziehungsweise deren Handeln und warum die so sind, wie sie sind. So. Ja, dann insofern muss ich tatsächlich ein bisschen zurückrudern, die
Toleranz und Ignoranz anderen Menschen gegenüber ist dadurch gewachsen. Bei dir? Ja. Die Ignoranz? Ja, beides. Und die Toleranz? Das, und die Toleranz. Okay. Ja. Also vielleicht einen anderen Ignoranzbegriff als ich. Aber ich glaube, vielleicht jetzt, um das nicht nur in den Himmel zu loben, nach, sage ich mal, geltenden gesellschaftlichen Maßstäbe, wo ja Intoleranz negativ konnotiert ist. Es gibt natürlich auch noch die technische, sage ich mal, also die technische Anwendungsebene der Soziologie, wo einfach als Sozialtechnik, was ja vor allen Dingen auch Luhmann immer vorgeworfen wird, dass das Sozialtechnik ist, wo soziologische Verfahren einfach zur Organisationsführung und zur effizienteren Gestaltung von Institutionsprozessen. Werden Sie das denn? Gedacht werden. Also die Sozialtechnik, wie du es jetzt genannt hast, ist doch eigentlich mit ihren Versuchen irgendwie Anfang des 20. Jahrhunderts, mit den ganzen städtebaulichen Versuchen der Satellitenstädte, mit den ganzen Modellen, die ja dann auch von den Nazis pervertiert worden sind, die hat sich doch danach eigentlich massiv desavouiert und spielt doch eigentlich immer weniger eine Rolle als immer mehr. Ich weiß nicht, ich glaube in diesen, gerade in Bereichen, die jetzt nicht mehr zur Soziologie umgehören, aber wo es reinfließt, ist halt dieses Bereich der Management-Sachen, also im Prinzip der Wirtschaftswissenschaften, die ja sowieso so einen Oberflächensynkretismus betreiben und sich die Oberfläche von allen Wissenschaften abkratzen, ohne das Verständnis, wie es zu diesen Theorie kommt und halt eine Anwendung. Das ist, glaube ich, der Punkt. Ich glaube, das ist nichts, wann man sagen kann, das ist etwas, was in der Soziologie passiert. Meine Erfahrung jetzt gerade, ich komme aus dem Grenzbereich zwischen Wirtschaftswissenschaften und Soziologie. Ich habe doch das Gefühl, dass die Wirtschaftswissenschaften jetzt immer noch die Soziologie von 1970 versuchen anzuwenden und merken, dass es nicht funktioniert. So ganz langsam. Also das war genau mein Schritt, warum ich aus der BWL kommend gesagt habe, ich will noch Soziologie machen, weil ich mir eben so dachte, ja, ich will das tiefergehend verstehen und habe dann eben sehr schnell gesehen, dass das miteinander bis auf die Begrifflichkeiten und so die ganz, wie du gerade sagtest, die ganz, ganz oberflächlichen Ideen eigentlich nicht mehr viel miteinander zu tun hat. Man kann halt wahrscheinlich Soziologien, Soziologen instrumentalisieren, wie alle anderen Wissenschaften genau. auch. Aber ich würde sagen, auch wenn das die Soziologie ihren Beitrag in verschiedenen Epochen vielleicht dazu geleistet haben mag, auch zu schlechten Dingen, ist doch die Tradition der Aufklärung, ja. mit der politische, philosophische Haltung auch einhergehen, so, das schützt davor, also ich würde sagen, das ist doch die wissenschaftliche Disziplin, die sich am wenigsten noch instrumentalisieren lässt. Deshalb ist man häufig auch unbequem, so als Soziologe. So Sachen, wie sehr man in dieser Tradition steht, wenn ich hier zum Beispiel als Soziologe eingestellt bin, dann ist es 4 Minuten. Also dann ist es ja eher so, dass, also dann mache ich Dinge, die derjenige, der mich einstellt, ja genau nicht haben möchte, so. Weil ich eben aufkläre, man wird typischerweise eingestellt so als Instrument, so. Aber es ist eine sehr verbreitete Haltung unter Soziologen, eben da dagegen zu halten, sich zu instrumentalisieren und eher auf Aufklärung zu setzen. Okay, das ist natürlich aber auch eine deutsche Haltung sozusagen, okay. vielleicht eine kontinentaleuropäische, wenn man die Franzosen noch mit dazu nimmt, die halt aus dieser klassischen kritischen Theorie-Perspektive kommt, die eine der zentralen Aufgaben der Soziologie in der Kritik sieht. Ja. Das mag nicht falsch sein, aber ich würde auch nochmal zwei Sachen unterscheiden, dass sich Soziologen als Figur, als Personen instrumentalisieren lassen, ist das eine, aber eben auch, dass sich soziologische Theorien, Konzepte oder Ideen, dass die quasi aufgegriffen und in irgendeiner Form angewendet werden, ob das jetzt ein Punkt, den ich im Sinne von irgendjemandem ist oder nicht. Weil ich das schön fand mit der Aufklärung, ich glaube auch, dadurch wird die Antwort darauf, was ist Soziologie, so schwierig, weil sich Soziologie auch selbst in eine chronische Unruhe versetzt. Mhm. Als du gesagt hast, in diesem ganzen Geist der Aufklärung, musste mir Adorno einfallen, Mythos Aufklärung, der genau gegen diese Haltung halt sich widersetzt hat und so. Und diese chronische Unruhe, in der sich Soziologie immer befindet, egal welche Antwort man gibt, es gibt immer welche, die, und völlig zu Recht, andere Perspektiven dazu zu tun. Und naja, vielleicht macht es auch in diesem Reflexionsdilemma liegen, dass jetzt im Systemtheorie spreche, Soziologie ist ein Teil der Gesellschaft, die es zu erklären versucht. Mhm. Und natürlich deswegen auch immer halt ein Produkt der Gesellschaft, die es beschreibt. Ja. Ja. Wobei man jetzt auch noch, was das Instrumentalisieren der Soziologie angeht, es ist ja also auch so, dass
in der Soziologie kaum definitive Aussagen getroffen werden. Die ist einem jetzt zum Beispiel im Vergleich zur Physik. Also ich vergleiche die Soziologie ganz gerne mit der Physik oder der Mathematik, einfach weil vom Abstraktionsniveau her einfach nicht die Formel dann da steht, mit der man dann irgendwie einen CD-Player betreiben kann oder eine Rakete zum Mond schießt. Mhm. Deswegen ist das mit dem Anwenden praktisch und dem Steuern auf Grundlage soziologischer Erkenntnisse einfach fast nicht möglich. Seriöse Menschen, seriöse Wissenschaftler machen keine Prognosen. Nicht wahr? Also wollt ihr sagen, dass wir etwas machen, was jenseits der Anwendbarkeit ist? Nein, es ist nur nicht... Es ist nicht jenseits der Anwendbarkeit. Es liefert nur keine Gelingensgarantie. Aber das, beziehungsweise es hat diese nicht, woanders wird sie vielleicht formuliert, aber sie kann nicht garantiert werden und man formuliert sie vielleicht einfach nur nicht. Also wenn man halt tote Materie, so sage ich das einfach mal, wie die Physik vor sich hat, so, ne, die kann man natürlich leichter vorhersagen als ein Mensch. So. Und aber die gute Frage ist, warum eigentlich? Genau. Und die Kunst ist es eben, Subjekte vorherzusagen. Und das kann man eben ein Stück weit, kann man das. Aber will das die Soziologie? Das will doch eher die Psychologie, oder? Naja, also Erklärungen sollten schon noch prädiktive Kraft haben. Aber auch so, auf Subjekte, sondern eher auf Gruppen, auf Dynamiken? Ja gut, dann ich meinte das so in Abgrenzung zu der Totmaterie. Ich finde, mit der ist man total oft konfrontiert, gerade wenn man anfängt zu studieren, dann fragen die Leute Soziologie. Mhm. Ja, wozu soll das denn gut sein? Das ändert sich nicht, wenn du aufhörst zu studieren. Ja, bloß da ist es noch, bloß dann hat man ja praktisch seinen Bekanntenkreis selektiert und hat Soziologen Bekannte, die diese Frage nicht mehr stellen. Achso, ist das schon ein exklusiver Club, ja? Genau. Und außerhalb darf man sich nicht bewegen, Mist, dann habe ich wohl was falsch gemacht. Aber es ist doch auch ein Gebiet, bevor man in die Soziologie reinkommt, gibt es sowieso auch meistens in den Kreisen, in denen man sich bewegt, wenig Kontaktfläche dazu. Ja. Ja. Deswegen vielleicht auch diese Frage, was erstmal an sich vielleicht erstaunlich ist und dann auch diese Frage stärker aufkommen lässt. Das stimmt. Was denken denn die Menschen allgemein, wozu es Soziologie gibt? Also bei Medizin haben ja alle immer so ein Verständnis als Beispiel. Soziologie wird verwechselt mit Sozialwesen, mit sozialer Arbeit. Das ist so absolut oft mir schon über den Weg gelaufen. Dass die Leute dann irgendwie das mit Sozialpädagogik, soziale Arbeit, was auch immer irgendwie in Verbindung bringen. Ja, und die Frage ist auch immer, das ist auch ein völliges Missverständnis immer, da wird immer gesagt, ja, sozial, und dann wird man automatisch auch immer politisch verortet. Okay, das ist in Deutschland jetzt vielleicht nicht so unbedingt falsch, faktisch, aber... Ja, und vor allen Dingen, dass sozial dann auch immer gedeutet wird als einen Zustand, den man herbeiführen möchte, so, ne, das ist jetzt, also da wird immer getrennt, die Trennung, die an einen herangetragen wird, ist die Trennung sozial, unsozial oder auch sozial, asozial. Okay, so problematisch das Wort auch so, aber es ist eins, was faktisch ganz oft erfällt. Und das ist, glaube ich, auch so grundwohl, weil ich meine, für uns als Soziologen ist ja sozial kein normativer Begriff, sondern das betrifft auch nicht nur eine bestimmte Art von menschlichen Handeln, sondern das betrifft alles. Also es ist ein Verhältnis. Genau, ja. Was entweder sozial ist oder. Also es ist halt wie Physik, das ist halt auch da. Ja, in vielem auch nicht wie Physik, aber in dem wie Physik, es ist halt da. Ja. Also das ist wirklich interessant, dass ihr das jetzt auch nochmal gesagt haben, dass mein Doktorvater sagt auch, die meisten, die bei Ihnen anfangen zu studieren, Soziologie, denken, das wäre soziale Arbeit, aber halt an der Uni. So, ja, genau. Und dann sind sie enttäuscht und gefrustet. Ich dachte, ja, das ist ja echt komisch. Wie kommt man denn da drauf, so, als er mir das mal gesagt hat? Aber jetzt, als ich nochmal probiert habe, mich zu erinnern, wie es war, bevor ich studiert habe. Also während des Studiums ist mir klar geworden, was Soziologie ist. Und dann habe ich vergessen, dass ich vorher ein anderes Bild hatte. Und ich habe tatsächlich, ich dachte, dass es ähnlich wie Pädagogik wäre. Also ich dachte, das ist was Normatives, was extrem Normatives, was es ja aber genau nicht ist. So. Was es teilweise in Deutschland lange Zeit war. Ja. Mittlerweile nicht mehr ist unbedingt, aber dass man da, also selbst in der Disziplin ist es nicht unbedingt falsch. Also ist es nachvollziehbar, wie man auf diesen Eindruck kommt. Wenn ich das mit der sozialen Arbeit halt so überhaupt nicht verstehen kann, so wirklich. Ja, also ich weiß, Soziologen haben ja jetzt, wenn man so will,
mit konkreten Menschen nicht so viel zu tun. Nee. Ja. Höchstens als Untersuchungsobjekt. Ja, wenn man es denn gerne haben möchte. Ja. So. Wir arbeiten über Menschen, nicht an Menschen. Ja. Aber das mit dem Normativen, das finde ich ganz interessant, weil das ist ja auch, was denn oft von anderen Disziplinen auch vielleicht als Vorwurf kommt, bloß ich glaube nicht, dass per se, wenn man mal über diesen, also über darüber reflektiert, wie ist eine Wissenschaft politisch? Dann glaube ich nicht, dass Soziologie politischer ist als oder normativer als andere Disziplinen, bloß dass sie ihren Anteil an politischen und normativen Einfluss einfach stärker reflektiert, während, also man kann nur zu der Aussage kommen, ich und meine Disziplin, wir sind unpolitisch, wenn man einfach halt den politischen Eindruck, der einfach notwendig Teil einer jeden Disziplin ist, ob das jetzt Physik ist, ob das Ökonomie ist, ob das Soziologie ist, ob das Psychologie ist oder Biologie, immer da drinne. Da drin steckt. Und ich finde es trotzdem, also ich würde das nicht nur darauf reduzieren. Wir müssen ja bei der Soziologie auch beobachten, dass wir uns einfach auch mit Themen auseinandersetzen, teilweise, die gerade in der politischen Debatte sind. Also die Physik ist nicht nur deswegen unpolitisch, würde sie behaupten, weil sie halt sich nicht politisch äußert, sondern weil die Funktionsweise von schwarzen Löchern für aktuelle politische Entscheidungen erstmal relativ irrelevant ist. Ja. Das wird dann ein bisschen anders, wenn es um sowas geht, wie was für Therapien sollen von der Krankenkasse bezahlt werden oder nicht. Da kommt man dann in so Bereiche, so ein Stichwort, klassisches, fast schon klischeehaftes Beispiel, Atombombe. Da kommt man dann in diese Grenzbereiche rein. Aber die Soziologie hat die ja fast grundsätzlich. Weil sobald wir uns mit empirischen Fragen beschäftigen, das tut nicht jeder Soziologe, aber sobald wir uns mit empirischen Fragen beschäftigen, in Richtung Bildung, in Richtung Arbeitsmarkt, in Richtung europäische Integration, Globalisierung, Wirtschaft, was auch immer, sind wir ja am Tagesgeschehen. Wir untersuchen ja dann auch das Tagesgeschehen auf so mittleren Zeithorizonten. 10 Jahren, 15 Jahren, 20 Jahren vielleicht. Damit sind wir natürlich insofern politisch, als dass unsere Aussagen, als die Ergebnisse, zu denen wir kommen, im Grunde politische Positionen implizieren. Wenn wir sagen, das ist nicht unsere politische Position, das ist die Position, wenn wir die und die Analyse treffen, dann sehen wir sowas wie unsere Aufteilung im Bildungssystem, die Schichtung im Bildungssystem, führt zu einer stärkeren Abhängigkeit Schulabschluss von Schulabschluss der Eltern. So, ob wir daraus eine politische Konsequenz ziehen, ist eine politische Frage. Ja. Und das ist vielleicht auch diese, also wenn man nämlich, wenn es eine normative Forschung gibt, die in meistens Gesellschaften, ja, gibt es so und ja, so, sage ich mal, so ein Grundgebäude von normativen Vorstellungen, die allgemein geteilt sind. Und wenn diese Beschreibungen, die man dann anfertigt und Analysen, sage ich mal, auf den normativen Boden fallen, implizieren sie ja meist eine Handlungsanweisung. Genau. Ja. Und dann wird einem die Position angedichtet, die diese Handlungsanweisung aus den normativen ziehen würde. Genau. Ich sag mal so, man kann ja, sage ich mal, Rassismus zum Beispiel, als ist ja, denke ich, ein soziologisches Phänomen, das in diesem Bereich fällt. Keine Frage. Kann man beschreiben, was man als Rassismus verstehen könnte und so weiter. Darüber ist ja keine Aussage getroffen, ob dieses Verhalten, was man dann als Rassismus beschreibt, gut ist oder schlecht ist. Genau. Es gibt einen Konsens dann, dass das schlecht ist und damit würde man dann unterstellen, wir hätten eine normative Aussage über das Verhalten getroffen, was aber nicht der Fall ist. Ja. Also das, was man an Wissen oder an Information benötigt, um politische Entscheidungen auch treffen zu können, rational. So, dazu braucht man bestimmte Informationen und die werden maßgeblich eigentlich von der Soziologie zusammengetragen. Die Ökonomik macht das auch zu einem großen Teil. Da gibt es ja auch so gewisse Schnittpunkte, wenn man mal überlegt, auch Datengrundlagen, so die dann geteilt sind. Und das ist, glaube ich, so der Hauptwert der Soziologie für die Gesellschaft, dass eben Entscheidungen transparenter und rationaler und fundierter werden können. Aber ist es das denn? Also das ist eher so meine Wahrnehmung, dass zumindest in großen politischen Debatten eigentlich der soziologische Forschungsstand, ich bleibe bei dem Beispiel Bildungsselektion, eigentlich sehr, sehr eindeutig ist. In der Debatte aber
wie wir es gerade hatten, eben nicht als, als rationale Hintergrund eine Rolle spielt, sondern eben von der einen, von der ideologisch passenden Seite ins Feld geführt wird, aber eben auch nur insoweit, als dass der ideologisch passt. Und von der anderen Seite halt eben eher ignoriert wird. Ja. Also das stimmt zu sagen, in der Praxis passiert es dann, also geht es nicht ganz so auf, wie es sein könnte, so, weil eben die Vernunft und Rationalität doch nicht so dominant sind bei den politischen Entscheidungen oder in der Debatte. Aber es sind ja auch eben politische Entscheidungen, keine rationalen Entscheidungen. Ja, aber wir schaffen zumindest die Grundlagen dafür, dass es eigentlich da wäre. So. Und das ist ein erster gewichtiger Anfang. Ja, vielleicht würde ich das Wort rational etwas relativieren wollen, weil politische Entscheidungen sind ja auch rational. Rational ist ja immer Ausgangspunkt abhängig. Ja, ne? Rationale Entscheidungen können ja auch für wen rational. Ne? Und halt, wenn man sagt, es ist aus wissenschaftlicher Sicht, wenn man zu diesem Punkt kommen will, wären das der rationale Weg, können das politisch ganz anders ausfallen, wobei auch vielleicht halt Interessen, die aus einer Wissenschaft sich ergeben und die aus dem politischen Feld sich ergeben, die aus dem ökonomischen Feld sich ergeben, halt grundsätzlich verschiedene sind. Das ist ja eine der klassischen Unterscheidungen zwischen wissenschaftlichem Diskurs, wissenschaftlicher Wissensentwicklung und gesellschaftlich-politischem Diskurs, ist ja genau zu sagen, Wissenschaft gibt keine Ziele vor. Was Wissenschaft kann, ist zu sagen, diese Handlung, diese Aktion könnten zu diesen Resultaten führen. Das heißt, was du machen könntest, ist, die Zweckrationalität könntest du in der Wissenschaft quasi abbilden. Wenn ich das mache, dann erreichen wir dieses Ziel. Ob wir dieses Ziel erreichen wollen, ist eine komplett andere Frage. Wobei, ob die wirklich Ziele vorgeben, das finde ich interessant, weil... Ob wer Ziele vorgibt. Also Wissenschaft keine Ziele vorgibt. Ne? Also das finde ich extrem interessant, wenn man dann über so, sag ich mal, diese Common-Sense-Bilder nachdenkt, wie zum Beispiel, die man dann aus der Biologie, die sehr... also sehr aktiv ist mit dem Ziele vorgeben, ne? Das ist zum Beispiel der Sinn und Zweck des Menschen wäre, sich zu vermehren. Wo man dann auch sagen müsste, im Prinzip, ja, da wird ja dann der Bereich verlassen, da werden Ziele. Ist das, aber ne, das ist, glaube ich, nochmal was anderes. Meine Interpretation war jetzt gerade, Ziele in dem Sinne, wir sollten. Also das nach dem Motto, wir wollen... gleiche Bildungschancen für alle, als Beispiel einfach nur. Das ist was anderes, das ist ja so ein erreichtes Ziel, wir als Gesellschaft sollten. Da kannst du so genau sagen, ist ja auch ein Thema, was wir gerade haben, ironischerweise genau zu dem Punkt, wir brauchen mehr Kinder. In irgendeiner Form, wir überaltern. Das ist ja genau der gleiche Weg. Was du jetzt gerade, das biologische Beispiel, hast du in der Soziologie ja auch. Ja. Die Annahme des Nutzenmaximierers. Okay, ist was Ähnliches wie der Mensch will. Das ist eine Aussage über die Conditio Humana. Ja, genau. Das ist ja nochmal was anderes als wissenschaftliche Zielvorgaben, nämlich wenn sie da sind, nämlich nie daherkommen als, oh, das möchten wir gerne, das ist unser hehres Ziel, sondern immer als Naturaussagen daherkommen. Na, also der berühmte Sein-Sollen-Fehlschluss dann. Aber das ist ja auch trotzdem eine Grundlage, die für eine Wissenschaft, die einen Anspruch auf nicht absolute Allgemeingültigkeit, aber eine gewisse Generalität stellt, ist es natürlich auch legitim zu sagen, ich starte von einer axiomatischen Grundlage. Das tut die Mathematik ja nicht anders. Da steht auch irgendwo, 1 ist die kleinste natürliche Zahl und jede natürliche Zahl hat einen Nachfolger. Das sind genauso Setzungen, wie man sie in der Soziologie treffen. Menschen sind rational. Wie sie die Biologie trifft, der Mensch will sich vermehren. Die sind natürlich immer noch alternativbar. Aber Menschen sind rational, würde ich sagen, ist keine Grundlage der Soziologie. Es gibt soziologische Argumentationen, die darauf aufbauen. Ja, da kommt dann meistens schnell die begrenzte Rationalität dazu. Da hat man dann einen Lindberg oder einen Pfannberg oder einen Esser, die das so ein bisschen alles verschachteln und so. Aber das ist eine vollkommen etablierte soziologische Theorieschule. Ja, also... es ist ja auch, also ich glaube, wahrscheinlich ist es so in der europäischen Soziologie, wo es ja eben auch eine starke Anknüpfung an die Aufklärung gibt, ist es ja auch gut und vollkommen legitim, vor allen Dingen sinnvoll, dazu leistet doch die Soziologie einen Beitrag immer wieder, dass wir diese Werte, die wir da installiert haben, auf deren Basis eigentlich jetzt noch alle Demokratien und
jede Gesellschaft, die eine feudalistische Gesellschaft überwunden hat, darauf fußt. Und es gilt ja eben auch, die zu verteidigen. Und dazu braucht es eben auch die passenden Informationen und Grundlagen, dass man diskutieren kann, wo stehen wir gerade, wie ist das mit Freiheit, wie ist das mit Solidarität. Das stelle ich auf vielleicht wieder so ein Punkt wie, das, wo Normativität in der Wissenschaft dann auch immer eine Rolle spielt, ist diese, um jetzt mal wieder den Säulenheiligen aller Wissenschaftstheorie Popper. Wie ist das der Entdeckungszusammenhang, nicht wahr? Also die Probleme, wieso macht man die Probleme, die man zum Problem macht, überhaupt zum Problem? Lässt sich überhaupt nicht mehr außer aus einer Willkür heraus begründen, warum man jetzt sich für dieses interessiert und nicht für jenes, warum man jetzt dieses beschreibt und nicht für jenes. Ja, doch aus einer Willkür ließe es sich noch erklären, aber nicht aus einer Notwendigkeit. Genau. Das meinte ich. Also wenn man es neutral erklären will, dann muss man, glaube ich, auf Willkür zurückgehen. Da muss man sagen, das ist halt Zufall, was gerade untersucht wird. Und sonst hat man halt zwangsläufig so eine soziale oder eine politische Dimension drin. Ja, ich möchte eigentlich nur ungern eine Lanze für die Geisteswissenschaft brechen. So. Aber an der Stelle möchte ich es gerade mal machen. Ich denke, dass es tatsächlich nicht sinnvoll ist, zu sehr auf Ziellosigkeit oder Intentionslosigkeit abzuzielen, sondern ich würde schon sagen, es ist wichtig, dass wir vernünftig Gesellschaft gestalten, dass wir vernünftig leben, was jetzt auch immer, ne, das ist ein ganz großes Fass, was ich aufmache, aber das ist jetzt nun mal der philosophische Schlüsselbegriff dahinter, an dem wir eben auch andocken können und das ist, glaube ich, auch irre wichtig, weil ohne Ziel kann man tatsächlich einfach machen, was man möchte. So, dass es zu einem nicht guten Ergebnis führt. Ja, aber ohne Ziel heißt ja nicht, also das mit der Willkür war jetzt auch gerade diese Frage, woher kommt das? Und ich glaube, dass die Ziele von Wissenschaft irgendwie politisch und sozial geprägt sind. Da müssen wir uns außer mit Physikern und Mathematikern nicht drüber streiten. Ja. Hm. Ja. Und ich glaube auch vor allen Dingen, weil die Grundlage, die also jeder wissenschaftlichen Disziplin irgendwo Entscheidungen voraussetzt. Also es ist halt nicht möglich, aus einer objektive Grundlage zu schaffen. Das mögen mir dann vielleicht Philosophen anderer Schulen widerlegen, die das wahrscheinlich auch viel eloquenter und auch in diesem Punkt wahrscheinlich denn mich viel gut begründeter auseinandernehmen werden. Ich wüsste aber auch nicht, wie das theoretisch zu begründen sein sollte. Ja, aber es sind ja nun mal Entscheidungen, die zu Unterschriften unter unter Forschungsanträge führen, dass die finanziert werden. Ja, und das sind auch politische Entscheidungen. Und das ist, glaube ich, auch eins der stärksten Gründe gegen eine Technokratie, die sich selbst darin täuscht, Grundlagen objektiv zur Verfügung stehen zu haben und daraus dann einfach ihre Wege ableiten zu können. Denn das ist es dann doch tatsächlich schlussendlich, wo man hin will und so weiter. Das kann die Wissenschaft gar nicht vorgeben. Und ich glaube, das ist halt, und inwiefern denn eine Wissenschaft als politisch oder nicht politisch oder normativ oder nicht normativ wahrgenommen wird, ist der Grad, inwieweit die Wissenschaft ihre eigene Position oder ihre eigenen Interdependenzen mit moralischen Entscheidungen und politischen Entscheidungen halt reflektieren kann. Sie sind immer da, egal bei welcher Disziplin. Man kann sie halt nur reflektieren und versuchen zu bearbeiten und seine Schlüsse daraus ziehen, oder man kann sie einfach ignorieren, was denn zu diesem Sein-Sollens-Fehlschluss meiner Meinung nach führt, und zwar nicht in der Form, dass aus dem Sein ein Sollen abgeleitet wird, sondern dass aus dem Sollen das Sein abgeleitet wird, was viel drastischer ist. Ne? Was stimmt. Wenn wir ans 19. Jahrhundert insbesondere die Biologie denken oder auch dem Sozialdarwinismus, der, glaube ich, ein paar Jahrzehnte witzigerweise älter ist als der Darwinismus, wo ganz stark immer ein erstes Sollen war und daraus hin ein Sein abgeleitet wurde, weil das dann irgendwo die Strukturierung der eigenen Realität vorgegeben hat. Wobei, das kennen wir heutzutage auch. Ich begebe mich jetzt ein bisschen auf gefährliches Terrain, aber das ist eine der großen Sachen in der Astronomie.
Ist das so? Ja, es gibt die dunkle Materie, von der keiner weiß, wo sie ist, was sie ist, wie sie funktioniert. Aber wir brauchen sie, damit unsere Modelle funktionieren. Ja. Das ist genau das. Sie muss da sein, weil sonst passen unsere Modelle nicht und sie passen sonst überall. Also muss sie da sein, aber wissen wir sie nicht. Verstehen tun wir sie nicht. Aber nochmal zu dem Argument normativ, ob die, ich sag mal, ob Soziologie normativer ist als andere Wissenschaften. Ich glaube sogar, also sie muss es sein, normativer. Und das erklärt sich, glaube ich, daher, wenn man in dem Mikrokosmos seinen Gegenstand hat, den man untersucht, oder im Makrokosmos, ist es einfach weit weg von unserer Welt der vernünftigen Wesen. So, das sind alles die Grundlagen, die Randbedingungen für uns. Aber und manchmal trifft es ja auch, also sind sie relevant für unsere Entscheidungen, dann werden die auch normativ. So, aber wir, also keine Wissenschaft ist derart im Mesokosmos, also in der Lebenswelt der Menschen, wie es die Soziologie ist. Und wenn man in so einer Vernunftwelt ist, in so einem Vernunftkosmos, bleibt gar nichts anderes übrig. Ja. Und wenn es nur eben dann die Grundlagen sind, um die Entscheidung treffen zu können, ethisch vernünftig reflektiert. Es ist vielleicht auch, dass sich das so entwickelt hat. Kann man jetzt sagen, ja, weil die Soziologen alle ganz tolle Menschen sind. Und aber es liegt, glaube ich, dass ich meine, das ist ja auch von den Menschen. Das war der Sovi-Stammtisch. Es unterhielten sich Dominik, Dr. Nils, René und Thomas.